Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Mädchenkanal. Heute drehen wir mal was ganz anderes. Und zwar sind wir gerade hier auf der Landebahn in Biberach mit einem M4 Competition Coupé und werden einen Race gegen den RS5 hier fahren. Daniel abberät sich gerade mit Tobi. Ja, auf alle Fälle freuen wir uns sehr. Die Sonne scheint, wir haben richtig Bock. Seid gespannt. Ja, Leute, das ist die Meltem, sie ist wieder da. Sie ist wieder da, meine heimliche Freundin, meine heimliche Liebe, ihr wisst Bescheid. Hat heute hier diesen wunderbaren M4 X-Drive am Start und darf gegen andere. Kennst du das? Du beherrschst das, ne? Du hast das. Also der mit einem M8 hierher fährt, glaube ich. Kurzer Flex. Ja, kurzer Flex. Ne? Vielleicht seht ihr den später auch nochmal, aber ich denke schon. Ja, ich hoffe auch. Wir schauen mal kurz die Specs an. Gewicht ist fast identisch, minimal. Wobei minus 25 Kilo wegen dem M-Track Package. Keramikbremse. Und ich wiege ja auch ein bisschen weniger. Haben wir heißt, schon verloren, ne? Zieh dich warm an. Ja, stimmt, du wiegst echt weniger. Ne? Ja. Wie viel Unterschied ist das? Was möchtest du besprechen? Ich würde sagen, ich würde dich so auf 85 bis 90 Kilo einschätzen. Oh, okay. Wobei, er ist ja aktiv auf HelloFresh und so, also eher so 75 bis 80 Kilo. Komm, wir steigen ein, wir fahren los. Ampel in 5 Sekunden. Mate ist im Fokus. Es ist nicht so leicht, wie man denkt, so ein Drag Race, Leute. So, okay. Du hättest immer noch den Start verpennt. Ich würde sagen, wir schweigen jetzt mal kurz eine Sekunde, okay? Lass doch dich wirken, Dani. Oh, der war gemein, ey. Boah, der geht echt gut, ne? Der geht wirklich gut. Magst du deine Zeiten verraten? Yes, 0 auf 100 in 3,29. Und die anderen Werte? 100 auf 200 in 7,76. Und du? 0, 100, 3,58, 100, 200, 9,28. Danke für den Besuch hier in Biberach und wir sehen uns bald wieder. Tschüss! Oh Gott, ey. Also auch wenn ihr nicht genau weiß, was ihr jetzt anderen fahren werdet, heißt,
3,29. 100 auf 200. 7,76. Ich würde sagen, ihr kommt zerstört. Herzlichen Glückwunsch. Hast du gut gemacht. Ja, ne? Würdige Vertretung heute. Ich glaube, Dani hat nicht so gute Laune. Ach doch, absolut. Nein, aber jetzt habe ich das Schalten ein bisschen verpennt gerade. Das passiert jedem. Ja. Gut. Adrian hat letztens sein erstes Drag Race gehabt. Da haben wir auch von Sebastian zwei RS3 bekommen. Er hat einen dritten RS3, dann musste Adrian fahren. Und er hat noch so gesagt im Video, ich nur so, Digga, denk ans Schalten, das vergisst jeder. Das hat der gleich ein absolutes Schaltgerät. Wir fahren los. Ah, scheiße, Schalten vergessen. Die Aufnahmen sind im Kasten. Ihr seht, ich grinse. Wir haben den Sieg und wir haben wirklich die Systemangabe von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden nochmal getoppt. Die M4 Competition hinter mir hat auch nochmal ein M-Track-Package verbaut, was das Ganze nochmal um 25 Kilo leichter macht. Vielleicht liegt es daran, vielleicht liegt es an meinem Gewicht, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle haben wir gewonnen. Ich bin stolz und froh. Ja, der Dani hatte auch seinen Moment. Ihr seht, hier wurden freche Donuts gedreht. Die sind nicht von mir, die sind vom Dani. Blenden wir mal schön ein. Und in diesem Sinne, ich hoffe, die Aufnahmen haben euch gefallen und das Video auch. Die Jungs drehen hier schon fleißig weiter. Und ja, wir sehen uns später. Du bist gebaut worden, oder?